Ich will auch mal ein bisschen... Ja, was heißt, ich will mehr Geld ausgeben? Aber ich kann mir vorstellen, dass das praktisch sein könnte. Bisher habe ich immer billig gekauft. 46.000. Ja, ist okay. Inventar-Auktion. 6%. Die andere nächste Person hat 29.000. 27 vielleicht. Weil die muss halt noch Geld haben zum Losrennen. Das war ich jetzt, okay. Yippie! 32%. Ist gut. Und ab dafür. Weil es neigt sich halt wirklich dem Ende, ne? Deswegen muss ich da mal schauen, dass ich da ein bisschen Geld bei bekomme. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn das am Ende, wenn am Ende quasi niemand 50% hat. Wie das dann aussehen wird. Wie das dann, was das dann für ein Ergebnis werden wird. Ob man dann quasi noch weiterspielt, wie auch immer das gehen soll. Oder was da dann genau passiert. Das hat super funktioniert. Auf beiden Seiten. Das hat tatsächlich funktioniert. Das hat auch funktioniert. Pferd. So. Und direkt mal verhökern hier. Im Idealfall möchte ich gerade mal keine Verluste haben. Beziehungsweise keine Dingens. Ah, ist nicht so groß. Okay, ist okay. Ich wollte gerade schauen, ob das auch wieder so ein Riesengerät ist. Das verbraucht sich ziemlich schnell. Das hier verbraucht sich mittelschnell. Deswegen musste ich gerade mal gucken. Und ich brauche Geld. Rechts steigt der Preis sehr viel schneller gerade mal. Aber trotzdem will ich erstmal lagern. Weil aus Prinzip. Nee, weil das einfach mal... Gerade am Anfang, ne? Klar, ganz am Anfang braucht man erst mal ein bisschen Startkapital, aber letztendlich so wesentlich unter Wert sollte man sich dann auch nicht verkaufen, glaube ich mal. Oder seinen Krams. Am Ende muss man den halt irgendwie loswerden. Aber dazwischen ist das jetzt nicht so in dem Sinne eng, dass man da irgendwie sofort alles immer verhökern müsste. Oh, da links, Kinder, ist hier. Okay. Da links hat er was gefunden. Okay, Scannerchen. Das Gas zumindest. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich machen möchte, mal so gesehen, ob sich der Aufwand wirklich ernsthaft lohnt. Ich werde zumindest mir dann mal den Steinbohrer zulegen hier. Man hätte wahrscheinlich auch außenrum bohren können. Aber sind wir ehrlich, ich bin faul. Zumindest in dem Punkt. Und einigen anderen. So. Alles hier. Ich mach mal ein dickeres Röhrchen draus, ja? Toll, jetzt habe ich ein Geld zu wenig. Geil. Ich wollte gerade sagen, ich hau nochmal ein Silo hin. Aber habe ich genau eins zu wenig. Ja, das Gas, wie sie eins alleine bringt, ist halt wirklich nicht. Und ich müsste halt schauen, dass ich innerhalb der Zeit, wo es denn tatsächlich, wo das Gas wirklich, gut erreichbar ist oder wo das gerade mal verbraucht wird, da muss ich halt schauen, dass ich da in dem Moment wirklich alles möglichst schnell verkaufen kann. Vielleicht wären dafür tatsächlich noch mehr Pferde praktisch. Zumindest die größeren Mengen. Und mehr Pferde wahrscheinlich sogar auch. Dass man da möglichst quasi alles auf einmal abstößt. Das ist wie mit Aktien halt auch, ne? Dass man in dem Moment verkauft, wo die gerade mal ihren höchsten Wert haben. Und dann halt möglichst schnell und alle gleichzeitig. Okay, aber ich habe auch keine Ahnung von Aktien, von daher, das passt schon. Nehmt diesen Tipp bitte nicht als Profi-Fachwissen. Okay. Da ist noch was hier drunter. Oh ja, ist okay, kann man machen. Dann vergrößere ich das mal, weil es aus zwei Quellen kommt. Das ist aber bald leer, das ist schon mal gut. Muss ich noch weiter suchen hier. Einfach mal random mit einem Maulwurf. Da ist auch noch Gas, ja. Es wäre tatsächlich, ich glaube die 60.000 sind, so teuer es auch ist, aber ich glaube, wenn man es ordentlich anstellt, hat man den Preis auch relativ gut wieder raus. Mal ganz ehrlich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es eine Menge bringen kann. Wenn man es ordentlich macht, das ist halt die Sache. Das, was nicht unbedingt meine Stärke ist, es ordentlich zu machen. Wie groß ist denn das hier? Ah, es geht.
gefühlt kommt da nicht so wahnsinnig viel durch. Ich suche verdammt viel Öl, ne? Also rein vom ich verkaufe die ganze Zeit für blöd hier. Ich habe gerade nicht nach oben geschaut. Sorry. Na, solange wir keine Spillage haben. Mit zwei Türmen geht es anscheinend oder geht es offensichtlich viel, viel besser als mit nur einem Turm. Mit dem, was man verschüttet. Also mit zwei geht es besser als mit drei. So. Mit einem würde es wahrscheinlich noch besser gehen, vor allem bei einem nur begrenzt viel zur Zeit rauskommen könnte. Deswegen, je mehr Türme man hat, desto größer ist eigentlich die Gefahr, dass man dann irgendwas, was verschütt geht. Habe ich den großen, starken Eindruck. Sonst haben wir nichts mehr. Sonst findet keiner mehr was. Ja, das war unnötig. Gut, wenn das bei denen bleibt, das ist okay. Ich muss trotzdem das Zeug abstoßen. Weil, ja, vielleicht lagere ich ein bisschen was ein. Aber zumindest das Jahr neigt sich ein bisschen. So wahnsinnig viel war jetzt hier nicht. Vielleicht war die Investition doch ein bisschen doof. Vielleicht wäre das doch ein bisschen viel. Oder war das doch ein bisschen viel gewesen. Hier einen mache ich zumindest größer. Damit ich da mehr von rausbekomme. Kann ich das alles loswerden, ja. Na, aufrüsten will ich das eigentlich gerade mal nicht. Ne, sollte auch so schnell genug gehen. Es wird nicht so wahnsinnig viel werden hier, was jetzt rauskommt hier. Deswegen, es wird nicht unbedingt so zufriedenstellend werden. Ah, die 20 sollten das schon noch. Sollten das noch werden? Nein. Oh, keine 20. Oh, schade. Errungenschaft freigeschaltet, Overbidder. Achso, weil ich jemand anders überboten habe beim Landkauf. Toll. Sollte man wahrscheinlich viel früher freischalten. Ja, okay. Finanztechnisch. Die hat nur ein Upgrade. Das ist der Wahnsinn. Der hat keins. Die hat nur vier. Okay, Herdengröße. Pff, eigentlich ist das echt nicht so wahnsinnig teuer, ne, im Vergleich. Wobei ich zwischendurch gesagt habe, ich bräuchte das nicht. Geschwindigkeit? Bei Geschwindigkeit bräuchte ich zumindest nicht mehr Pferde kaufen, ne, mal so gesehen. Aber dann habe ich kein Geld mehr für eine Landauktion. Was haben wir hier noch für Leute? Für Flitzpiepen? 68, ja. Wird unser Preis für das kommende Jahr über 90 Cent bleiben. 4.800 dafür. Falls du Öl verschüttest. Ich hoffe mal, dass ich das auch so hinbekomme, aber ich hoffe, dass immer an den falschen Stellen. Mal ganz ehrlich. Und über 90, das ist 90, ist ein guter Preis, ja. Könnte zum Ende interessant werden. Es hängt halt von der Gegend ab, ne? Wie das da so läuft. An sich 90. Ich hätte es gerne über einen Dollar gehabt, aber. Machen wir das mal. Mal ganz ehrlich. Was sollen wir damit? Mit der ganzen Knete, die wir über haben hier. Was sollen wir damit? 35. Das war kein Glücksgriff gerade mal. Es könnte. Ich glaube, Küstennähe ist. Ich will nicht sagen allgemein schlechter, aber. Ist ein bisschen. Bisschen begrenzt geil. Yay! Ich wurde weggeboten. Wollte ich mal random da links oben was, aber es wäre. Na, können wir machen. Mach ich mal. Einfach so. Einfach gucken, was da so los ist. Vermutlich viel zu wenig. Aber wer weiß. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht haben wir sehr viel Glück. 3%. Ach, 3% sind lächerlich. 13.000 oder so, 14.000. Machen wir 14. Machen wir 13. Machen wir 14. Jemand anders macht mehr. Die mit dem meisten Geld. Tja. Jetzt haben sie nicht mehr das meiste Geld, würde ich sagen. Ja. Wahrscheinlich hat man auch irgendwann verstanden oder ist irgendwann abzusehen, wie die KI quasi das Geld um sich wirft. In welchen Momenten die was wie. In welchen Momenten das wie funktioniert. Wahrscheinlich kann man das irgendwann absehen und darauf spekulieren, dass die halt ihren üblichen Kram machen. Beim Bieten kann man, also bei den Landauktionen kann man das zumindest sehen. Von wegen, dass die sich an den bisherigen Punkten sehr orientieren.
und deswegen ziemlich scharf auf die gleichen Punkte sind. Das kann man schon sehr eindeutig sehen. Boah. Ich versuche mal gerade keinen Kredit aufzunehmen. Vielleicht sollte ich das doch machen. Ja, vielleicht soll ich... Ich brauche einen Kredit. Ich brauche Pferde. So. Es wäre sonst schon schief gelaufen. Dann haben wir halt irgendwie ein paar Dollar an Schulden, aber meine Güte. Wenn wir da keine tausende Dollar für Spillage ausgeben müssen, als Strafe, das ist gut. Habe ich das mit dem... Ich habe das mit dem Preis bezahlt, ne? Ich hätte mir das ziemlich sparen können, glaube ich. Bei den Preisen gerade, oder bei dem Geld, was da rumkommt, ist der Wahnsinn. Oh. Ja, ja. Hm. Ich überlege gerade, ob ich das größer mache hier. Wahrscheinlich irgendwann sowieso. Deswegen mache ich das einfach jetzt da auch. Aus Prinzip. 1,28 auch links. Da wird sogar noch höher. Und ich habe noch hier für 90 Cent 4000 Geld ausgegeben. Geil. Points. Ah, da unten. So. Ja, es geht ziemlich schnell leer. Wobei, es geht. Das sieht halt schnell aus, weil ich vorspule. Ja, von der Menge her ist okay. Mal gucken, was da noch so los ist. Noch ein Silöchen. Noch ein Silöchen. Hallöchen, Silöchen. Bei den 90, genau. Achso, die 90, das war ja der Preis, den ich erkauft habe. Stimmt ja. Haha. Ich wollte mich gerade freuen. Vielleicht war es doch gut, so wie das hier gerade sieht. Das wäre auf der anderen Seite bestimmt genauso gewesen. Ich glaube, das schwingt einigermaßen zeitgleich, das Zeug. Deswegen, es würde gerade mal... Doch, war gut. War, glaube ich, eine gute Entscheidung. Warte mal. Wird hier nicht mehr gefunden, oder was? Hallo? Finde ich jetzt nicht mehr, oder was ist da los? Das wäre verdammt richtig komplett absolut wenig, was hier drin ist. Wow, das wäre mal so richtig Grütze. Das wäre unfassbar schlecht. Wow, der Preis. Guck dir den mal an. Huiuiui. Problem ist, das ist nicht schön. Hier ist sonst kein Öl. Es gibt genau drei Quellen. Anscheinend. Oh, der Preis. Ah, ist ja doof. Wow, also... Was ist das für eine Gegend? Mal ganz ehrlich. Ich hätte doch nicht random einfach irgendwas nehmen sollen. Das war nicht schön. Und diese Schwankung hier, das ist der Wahnsinn, wie hoch das runter und hoch geht. Ja. Haben wir gleich leer, ne? Ist leer, würde ich sagen. Zack. Zack. Was für eine Gegend, ey. Mal ganz ehrlich, immerhin noch ein paar Boni bekommen. Aber holy moly. Sehr ungeil, sehr, sehr ungeil. Wenn 14.000 für dieses wenige an Öl ist, immerhin noch okay, aber... Ha, nee, nee, nee. Trotzdem am meisten Geld, yeah. Landauktion, ja. Mhm, mhm. 11. Ist das denn der niedrigste Wert jetzt bisher? Glaube ich, ne? Das ist, ja, so wie ich es sehe. Haben wir Glück gehabt. Toll, total toll. Ich bleib mal hier unten, glaube ich. Ich glaube, ich bleib mal hier unten. Das ist furchtbar. Ey! Kinders! Da, meins. So. So teure Gegenden. Sind's alle glücklich? Ja, wunderbar. Ah, ehrlich, da gebe ich jetzt lieber 3000 mehr aus und hole dann 10.000 mehr aus dem Boden, wenn das denn funktioniert. Das ist halt die Sache. Die Breite 3 ist auch nicht mal teuer, ne? Also im Prinzip, falls man wirklich große Mengen davor vor sich hat. Was ist das hier?
Sieht so aus, als ob man durch schneller, bohren kann, wenn man die Art des Bohres ändert. Als ob man durch schneller bohren... Okay, schönes Deutsch. Jetzt noch mit irgendwelchen Upgrades anfangen. Ich glaube, wir begrapschen irgendwie noch so 3 Gebiete insgesamt oder 4, wenn es hochkommt. Achso, Landauktion. Ja. Meine Inventar-Auktion, natürlich nicht die Landauktion. Okay, jetzt sollte zumindest keiner über so und so viel bieten hier. 20, na, machen wir 20. Nee, 20 auch nicht. Ich will da keine 20.000 für ausgeben. Machen wir 15. Oder machen wir 17. So, das war ich jetzt. $17.557 für ein bisschen Land. 3%. 35 habe ich jetzt. Also doppelt so viel oder mehr als doppelt so viel wie die nächsten Anteiligen. Das sieht gut aus. Es wäre auch schade, oder nennen wir es nicht schade, sondern peinlich, wenn ich das jetzt nicht gewinnen würde hier die Runde. Weil es halt nicht mehr der schwierige Schwierigkeitsgrad ist. Also ich hätte immer in der Kneipe suchen sollen. Nach Krams. Wobei man eben auch hätte sagen können, hier komm, das mit den so und so viel tausend ausgeben für den konstanten Preis ist zwar nett, oder für den Mindestpreis ist zwar nett, aber man hätte es eigentlich nicht gebraucht. Weil wir auch so, weil der Preis zwischenzeitlich sehr viel höher war. Und dadurch eigentlich sehr viel sinnvoller. Silo! Ich kann ein bisschen was verkaufen hier. Nicht alles. Ja, vielleicht noch ein bisschen mehr. Also das hätte ich mir, also sagen wir so, das mit dem Mindestpreis, entweder man macht das, wenn man wirklich sehr, sehr viel zu verkaufen hat, was man vorher halt nicht weiß, oder man guckt, dass man das eigentlich gar nicht braucht, weil man die Kurven halt gut abpasst, in denen das dann viel Geld bringt. Das wäre eigentlich der sinnvolle Teil. Ich hab dann vorbeigebohrt. Yay. Gibt's auch noch was? Ich scanne mal ein bisschen vor. Ja, getroffen. Das wollte ich nicht. Hallo? Das wollte ich absolut nicht. Aber gut, hab ich's halt vergeigt. Wenn ich das von oben jetzt... Ich mach das von unten hier. Falls ich doch noch irgendwie Gas verbinden sollte. Wäre das doof, wenn dann wieder das oben verbunden wäre. Das hat mir ja einmal schon ordentlich Geld gekostet. Das war doch eher ungeil. Sagen wir es mal so. Ich gehe einfach mal davon aus, dass hier mehr Öl ist als vorher, ne? Deswegen investiere ich mal gerade ein bisschen. Zu dem schneller bohren, es kann sich ab einem gewissen Punkt tatsächlich lohnen, glaube ich. So, und nicht mehr verkaufen. So nötig haben wir es gerade nicht. Investieren in die Zukunft, wo da noch was weiteres sein könnte. Ein bisschen random mal ein bisschen reinsuchen. Bombs. Kein Gas, schade. Da links, da rechts ist was. Okay. Es sieht spontan sehr groß aus. Das ist vielleicht nicht verkehrt, aber ich weiß nicht, ob es tatsächlich so gut ist. Okay. Das sieht sehr groß aus, meine Güte. Oh ja, ja, muss noch uns weiterhin, glaube ich. Muss noch uns weiterhin, das ist, wo, es ist Mai, aber trotzdem. Ich glaube, ich muss da ein bisschen investieren. Da ist Gas. Oh ja, die Preise sind super. Ja. Machen wir es so. Eigentlich sollte im Prinzip nicht viel ändern.